Fangen wir mit stillen Gebet an. Amen. Okay, dachte, heute Abend machen wir noch leichte Kost und morgen machen wir dann die schwere Frage. Ich hatte eine Frage bekommen, die heißt, kannst du zur modernen Kriegsführung zur heutigen Zeit noch was sagen? Wir sind in die Informationszeitalter und wir haben Informationskrieg. Willst du noch ausholen, Bernhard? Nö, kann man fast so stehen lassen, oder? Fast. Oder? Und deswegen haben wir auch Informationswaffen. Kann man das so sagen? Ja gut, wir wollen erstmal die Frage klären, bevor wir die Antwort klären. Okay. Willst du noch irgendwas hinzufügen? Ist da ein spezieller Bereich, wo du mehr von Informationskrieg oder Kriegsführung heute was fragst? Oder einfach nur generell Vogelperspektive, wie Jutta es meint, oft sagt? Ja. Vogelperspektive. Ja. Okay, wo ziehe ich die jetzt aus welcher Tasche? Fangen wir von vorne an. Im Bronzezeitalter, welche Waffen wurden benutzt? Bronze. Im Steinzeitalter? Stein. Und im Eisenzeitalter? Eisen. Also wir sehen Zeitepochen. Werden oft benannt nach Materialien, die entdeckt wurden oder vermehrt zum Einsatz gekommen sind. Und in dieser Zeit der Woche spiegelt sich das auch in den Werkzeugen oder in den Kriegswaffen wieder. Für die gewisse Zeit, die ging das heute nicht so, genau, das ist parallel, dass jeder was sieht, dass in den die Kriegswaffen spiegeln auch diese Zeit wieder. Also in der Bronze sieht man in Kriegswaffen viel auch Bronze, im Eisenzeitalter sieht man viel das Eisen, die Römer sind sehr da bekannt dafür. Und wie die Raquel schon gesagt hat, seit 1989 haben wir welches Zeitalter? Informationszeitalter. Okay. Können wir den ein bisschen vorschieben, den Tisch? Ja. Einfach nur, dass ich mit dem... Ja, danke, dass ich mit dem Stuhl vorbeikomme. Dann kann ich mich hier bewegen. Okay, seit 1989 sind wir im Informationsalter. Warum? Trudi, warum sind wir im Informationsalter? Das Web entdeckt wurde und so weiter. So, das World Wide Web wurde gefunden oder erfunden. So, wir haben das Internet, wurde schon vor 1989 erfunden. Es wurde auch schon im Kalten Krieg benutzt. ARPANET, die Verbindung von Computer, elektronische Kommunikation und so weiter. Aber seit 1989, der Big Bang vom World Wide Web, fängt es an, dass jetzt hier die ganze Welt vernetzt wird in einem virtuellen Raum, was wir heute eigentlich Internet nennen oder Google. Und von 1989
können wir eine Linie ziehen. Und was sehen wir auf dieser Linie? Wenn wir 1989 haben. Silvi, wenn wir eine Linie haben und dann, oh, mit meinem kleinen Fehler nochmal. Wenn wir eine Linie haben und da mit einem gewissen Thema anfangen, woher wissen wir, dass das Thema prophetisch relevant ist? Ich nehme dich dran, weil du hast es heute Morgen, gestern Abend schon. Es muss eine Geschichte sein. Es muss eine Geschichte sein. Das heißt, wenn du siehst, dass ein Thema prophetisch relevant für unsere Zeit heute ist, dann weißt du es ausgrund dessen, dass dieses Thema durch die Schlaufen unserer Wegmarken beständig durchgezogen wird. Keine Masche wird fallen gelassen. Mein roter Stift ist weg. Hier. So. Und das war mit dem mit der Linie von dem Internet oder Informationskrieg. Ich weiß nicht genau, wie wir das Thema nennen würden. Wir wissen, es fängt schon 79 an, wie so vieles in unserer Reformlinie. Und dann lasst uns nur mal so ein paar große Veränderungen in der Linie, wo es um Informationskrieg geht, festhalten. Wer erinnert sich? ARPANET 1979, World Wide Web 1989 und dann? Ich weiß nicht mehr, was an 9/11 passiert. Vor 9/11? Was ist die wichtigste Wegmarke? Okay, die Formalisierung der zwei Strömen. Da war auf einer Seite CNN, sie waren digitalisiert worden. Sie bestanden als Informationsquelle schon vor der Zeit, aber 96 haben sie angefangen in die Digitalform. Und 96 sehen wir auch Fox News. Ja, Raquel bringt noch mehr rein. Übrigens, 1979 war FISA. 1969 war ARPANET. Ach so. ARPANET ist diese frühe Form von Internet. Und FISA ist dieses Gericht, welches im Hintergrund agiert, wenn es darum geht, Daten einzuschauen von den Bürgern aus der USA. Aber wir wollen nicht in die Richtung gucken, wir wollen in die gucken. So 1996 markierte Raquel. Und es stimmt, 1996 können wir die zwei Informationsströme markieren, Fox News und CNN. Aber wir haben das Thema Informationskrieg. Deswegen möchte ich hier noch mehr festhalten. Was war 1996 das erste Mal auf dieser Welt im Thema Informationskrieg? Wenn es dunkel wird, was kommt am Himmel auf? Der Mond. So, jetzt habe ich euch den größten Tipp gegeben, was 1996 war. Moonlight Maze. Okay, Monika, erzähl uns, was Moonlight Maze ist. Also das erste Mal, dass das Internet irgendwo geknackt wurde oder die Sicherheit. Russland hat, glaube ich, das erste Mal. Ja, du bist richtig. Ich weiß auch nicht mehr was. So, das war das erste Mal. Dass Russland sich in die USA eingehackt hat und ich glaube für Monate ausspioniert hat. So, das ist Moonlight Maze. Das war die erste, wenn du so willst, Cyberattacke. Ja, First Cyber Attack. Und dann gehen wir zur nächsten Wegmarke. Welche ist unsere nächste größere Wegmarke? 9/11. Was passiert in 9/11 bezüglich Informationskrieg, Information? Vorhin habe ich es erwähnt.
bevor wir aufgenommen haben. Was war 9-11? Was wir so kritisieren? The Patriot Act. Und der Patriot Act macht grob was? Er nimmt die Leute, die Privatsphäre weg, sozusagen. Oder? War das auch ein Angriff auf die Verfassung? Es war ein Angriff auf die Verfassung. Es ging um Terroristen. Es ging darum, weil terroristische Attacken in Amerika sich vermehrten und wir auch ins Zeitalter von mehr Terrorismus, modernen Terrorismus kommen, dient der Patriot Act dazu. Nicht alles am Patriot Act ist schlecht, aber wie er benutzt wurde, war schlecht. Die Bürger Amerikas auszuhorchen, um terroristische Attacken vorher zu eliminieren. Theoretisch klingt das gut, aber was passierte ist, dass es zu einem Überwachungssystem der Bürger der USA wurde. Nächste große Wegmarke. Es gibt kleinere dazwischendurch, aber ich möchte nicht durch die ganze Reihe gehen. Was ist die nächste Wegmarke auf unserer Linie? 2014. Was ist 2014? Was markieren wir da? Da kam 2013 und 2014 kam das mit Snowden raus. Okay, wir haben Snowden, der hier das Jahr hier attackiert. Das sind die kleineren Wegmarken, die wir zwischendrin haben. Mhm. Welche Firma, um welche Firma geht es 2014 mit Informationen? Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. So, und jetzt haben wir einen Dreh- und Angelpunkt. Mit Cambridge Analytica ist nichts mehr das Gleiche. Und was ist mit 2019? Die Änderung, oder? In Bezug auf Information. Ich versuche gerade herauszufinden, wann was erfunden wurde. Habe ich gelöscht. So. Was passierte 2004? Ist ja auch eine Wegmarke für uns. Das König des Südens kommt wieder auf. Was hat heute jeder? Ein Handy. Und welche App hat man da drauf? Google. Facebook. Google ist, könnten wir 1996 markieren, eine Vorform von Google. Es hieß, glaube ich, damals nicht Google, aber es wurde hier auch geformt. Mhm. Und Aline, du hast Facebook gesagt? Ja. 100 Punkte. 2004 wurde Facebook gelauncht. So, wir haben schon 17 Jahre den Flug von Facebook. Also, was ich hier markieren möchte, sind soziale Medien. Und hier sind wir in der Pandemie und alles geht den Bach runter. Mhm. Misinformationen noch und noch. Mhm. Ich würde vorschlagen, wir kriegen, hier sehen wir die Entwicklung, Ausreifung der Informationen und langsam fangen wir an, die Früchte zu ernten davon. Okay, zusammengefasst, das Internet, wie wir es heute kennen, fängt 1989 an. Es ist die Geburt. Und es kommen immer mehr Ideen hinzu, wie zum Beispiel Suchmaschinen, Google, was steht hinter einer Suchmaschine? Was brauchst du? Was brauchst du, dass dein Computer funktioniert? Suchmaschinen. Er muss Daten haben. Er muss Daten haben. Und wie werden Daten in Computern
verarbeitet? Was ist das? Festplatten. Ja, das ist die Hardware. Algorithmen, super, Clara. Algorithmen fangen an, dass man Algorithmen kreiert, damit der Computer immer mehr lernt und selbstständiger wird. 1996 sehen wir Google zum Beispiel. Wir sehen unterschiedliche Informationsströme. Wir sehen den Kampf zwischen demokratisch und nationalistisch, dass er aufkommt. Wir sehen aber auch hier die erste Attacke international, Cyberattacke. Ich komme da nochmal drauf zurück. Und dann sehen wir hier die nächste Attacke, Patriot Act, gegenüber den einzelnen Bürger. Und dann kommt Social Medias. Und wir wissen nach, es gab schon Vorversionen von Facebook, die anders hießen, aber Facebook, mit Facebook sind die Social Medias durch die Decke gegangen. Und seitdem hat man so viel mehr wie Twitter, Instagram, Pinterest und wie sie alle heißen. Und Social Medias tun heute unser Leben dominieren. Und die Algorithmen, die hinter Social Media stehen. Ich weiß nicht, wer ein iPhone hat und sich die neueste Version des Software-Updates runtergeladen hat. Aber die Algorithmen in dem Handy sind so clever, dass die deine Tagesrhythmen herausfinden. Und wenn du zu einer gewissen Person, zu einer gewissen Zeit einer gewissen Person schreibst oder anrufst oder ein gewisses App öffnest oder das Navigationssystem benutzt, dann tut es zur rechten Zeit das Handy dich erinnern und dir den Vorschlag geben, möchtest du jetzt bei mir zum Beispiel Duolingo lernen? Oder möchtest du jetzt gerne diese Person anrufen und so weiter? So clever sind unsere Telefons, die dir heute deine Tagesablauf, den du auf dem Handy praktizierst, weil wir mittlerweile so abhängig sind, dich daran erinnert. Hey, deine Gewohnheit ist jetzt in dem Zeitpunkt oder an dieser Location das zu machen. Willst du das jetzt machen? Okay, Social Medias haben viel mit der globalisierten Vernetzung zu tun, Datenerfassung und mit Algorithmen. Und 2014 kommt die nächste schlimme Sahnehäubchen auf das Ganze. Cambridge Analytica. Fassen wir zusammen. Was erwarten wir als konservative Adventisten, die auf ein Sonntagsgesetz warten und wahrscheinlich Botschaften wie Walter Veit und andere konservative Prediger sie präsentieren über Endzeitbotschaft? Was glauben wir, was am Ende der Welt passiert, wenn wir über Krieg sprechen? Weil das Thema dann hier ist über Informationskrieg. Bevor wir diese Botschaft bekommen. Okay. Dass es einen heißen Krieg gibt, dass irgendwann sich die Mächte der Welt sich gegenseitig bekriegen mit echten Waffen. War da nicht noch eine Geschichte mit Harmageddon, dass das auch am Schluss passiert? Das okay, die Trudi gibt uns den Titel. Wie sieht Armageddon aus? Ich weiß nicht, ob man es so schreibt. Nicht Armageddon? Nein, H, das ist gleich Englisch. Deutsche Spanisch, leere Sprache. Kann ich bestätigen. So? Noch nie gehört. Okay, also mit Armageddon. Meine Sprache, Armageddon. Dieser letzte Krieg auf dieser Erde, bevor Jesus kommt, die Geister streiten sich ja auch, wann Armageddon überhaupt stattfindet und wo stattfindet. Aber wir nennen das jetzt mal als unser Symbol für die letzte Krise auf dieser Erde. Was als konservative Adventisten denken wir, was passiert in dieser Zeit? So, die Raquel hat gesagt, ein heißer Krieg. Mehr Infos. Was denkt ihr? Die konservative Ansicht. Nun, nicht die
Ansicht der Mitternachtsrufbewegung? Sagen wir nur Zerstörung. Zerstörung? Zerstörung von was? In bestimmten Teilen der Welt. Zerstörung? Also buchstäbliches Denken. Ist der Auftakt zum Weltuntergang. Zerstörung hin zum Weltuntergang. Was noch? Buchstäbliches Denken. Buchstäbliches Denken, okay. Atheisten werden verfolgt. Verfolgung? Wie sieht die Verfolgung aus? Wie sieht die buchstäbliche Verfolgung aus? Physisch. Physisch? Wir nehmen unseren Rucksack, packen unsere Outdoor-Sachen und rennen in die Berge. Das ist, was wir als Adventisten unter Verfolgung verstehen, an einem Punkt. Wir wissen, es gibt die kleine Zeit der Trübsal, dann die große. Aber irgendwann verstecken wir uns in den Höhlen und Wäldern der Berge. Oder wo wir einen Unterschlupf finden. Und wir werden verfolgt wegen dem Sabbat. Weiter. Was hattet ihr für Ideen über den Weltuntergang? Wie der aussieht? Die letzte große Krise. Wie bitte? Kaufen oder verkaufen. Nicht kaufen, nicht verkaufen. Spaltung. Zwischen wen? Innerhalb der Gemeinde. Okay, wir gehen langsam ein bisschen zu sehr auf den Adventismus. Ich möchte bei externen Ereignissen auch bleiben. Ja, Spaltung überhaupt der Menschen, der Bevölkerung. Okay. Zwei Gruppen. Zwei Klassengesellschaften, ja. Zwei Klassen. Wir haben gelernt, dass die Gesundheitsbotschaft der dritte Arm des Evangeliums ist, also der rechte Arm des Evangeliums, dass man nur noch so mit den Leuten da kommunizieren kann oder helfen kann. Okay, das ist, wie wir gedacht haben, dass wir evangelisieren werden und den lauten Ruf bringen werden. Wir werden die Gesundheitsbotschaft bringen, die adventistische Botschaft, Dreiengelsbotschaft, und durch die Gesundheitsarbeit kommen die Leute dann rein. Aber ich meine jetzt nochmal, lasst uns auf die Krise der Ende der Welt, lasst uns das nochmal kommentieren. Hattet ihr, habt ihr keine, nie so Daniel 2 Seminare mitgemacht? Weltherrschaft. Papst wird in Israel, in Jerusalem seine Zeit aufschlagen. Ja, in das geheiligte Land einzieht. Und dann kann das treten. Ja. Ich höre niemanden was über die Finanzen sagen. Habt ihr nie davon das gehört? Ein Finanzen-Crash. Das geht um Verfolgung. Ja? Gottes Volk weiß es nicht kaufen und verkaufen können. Aber explizit, was erwarten konservative Adventisten und gehen deswegen jetzt nur mit ihrem letzten bisschen aus Land und kaufen sich dort ein Grundstück, vielleicht noch mit einem Tiny House? Ja. Geldsystem bricht zusammen. Das Geldsystem bricht zusammen. Und wie es Raquel auch gesagt hat, wir erwarten einen Börsencrash. Das Geld wird nichts mehr wert sein. Geld wird wert sein, ja. Lieber noch ein bisschen so aber kleine... Das ist schon noch aktuell, oder? Ja, ich sammle jetzt nur mal unsere Ideen. Ja? Also wir haben jetzt 5 Minuten Freiheit, in unser altes Denken zurückzugehen und alles rauszulassen. 2001 haben wir Finanzkrise gehabt. Mhm. Ja, auch 2009 wieder. Mhm. Ja. Okay, gut. Auf was ich mich fokussieren möchte, also wie Roland schon sagt, hier sehr viel buchstäbliches Lesen. Wir lesen zum Beispiel... wenn wir als Adventisten, ich spreche von Adventisten, wenn wir über Israel reden, dann denken wir nicht mehr das buchstäbliche alte Israel oder das buchstäbliche Israel jetzt, das nach dem Zweiten Weltkrieg wieder einen Staat hatte,
sondern wir wissen, okay, es ist das geistliche Israel, das moderne Israel, der Adventismus. Und wir ziehen somit Bibelverse des alten Israels auf uns heute als Adventisten. Aber wenn wir dann Daniel 11, 43, 44 und 45 lesen, ist auf einmal das herrliche Land, 41 auch, wieder buchstäblich Israel. Dabei waren wir Adventisten schon mal weiter und wussten, dass Israel von Gott geschieden wurde und dass wir jetzt die Dinge geistlich sehen müssen. Also kann der Papst gar nicht buchstäblich in Jerusalem wieder sein Zelt errichten. Und anscheinend glauben wir auch gar nicht an Ellen White, weil dann wüssten wir mit Offenbarung 13, dass es nicht unbedingt der Papst ist, sondern ein Bild des Tieres, die Kopie. Und da sagt Ellen White ganz klipp und klar, sind die Protestanten in Amerika, die sich mit der Kirche verbinden und das ist das Bild des Tieres. Also sollten wir gar nicht so viel vom Papst in Jerusalem erwarten, sondern eher von Evangelikalen in Amerika. Da sprechen wir morgen noch mehr drüber. Das Beste zum Schluss. Aber kommen wir jetzt zurück. Ich wische jetzt nochmal wieder alles aus. Wir haben festgehalten, was wir eigentlich glauben. Als konservative Adventisten sind wir sehr dazu geneigt, Verschwörungstheorien zu glauben. Warum? Weil Verschwörungstheorien unsere Idee über das Ende der Welt bestätigen. Wir glauben daran, dass morgen ein Börsencrash ist, dass Tohuwabohu auf dieser Welt ist, dass Nationen sich bekriegen, vielleicht auch noch einen Atomkrieg, dass Globalismus explodiert, die Elite kommt gegen die Armen und so weiter. Und die Frage ist es heute noch realistisch? Und spätestens 1996 hätten wir erkennen sollen, dass dieses Endzeitszenario, was wir haben, dass diese Welt im Krieg auseinanderbrechen wird, im Atomkrieg kaputt gehen wird und so weiter, hätten wir es spätestens 1996 überdenken müssen. Warum? Warum hätten wir das spätestens 1996 überdenken müssen? Naja, wenn Russland Amerika attackiert über Cyber, dass wir da merken, ups, nee, die Welt wird anders ticken. Als Studenten der Prophetie hätten wir markieren müssen, okay, 1989 sagt das Time of the End Magazine, was verkehrt? Was hast du gefragt? 1989, als die Studenten der Prophetie, hätten wir 1989 was erkennen müssen, als das Time of the End Magazine was kommentiert hat zu dem Ereignis. Ich weiß nicht, was sie da kommentiert. Ich weiß es nicht mehr, aber ich kann mich nur daran erinnern, dass die Time of the End Magazine hat gesprochen über die Ulay und die Hidekel. Oh, Entschuldigung. Wie heißt die Zeitung? Nicht Time of the End Magazine. New York Times. Nein. Ah, Times. Die Times. Times. Die ist ja über 1989 rausgebracht. Diese besondere 1998 Buch. 1989 Buch, genau. Tut mir leid. Also, Frage ist falsch gestellt. 1989 hat die Times ein Büchlein zusammengestellt über, wie signifikant dieses Jahr war, weil so viel passiert ist. Mhm. Was ist 1989 passiert? Zwei Dinge, die uns aufmerken sollten, dass hier als Student der Prophetie, dass hier etwas anders wird, was unser Endzeit-Prophetie-Verständnis hätte überdenken lassen sollen. Zwei Dinge in dem Jahr. Berliner Mauer fällt. Und was ist mit der Berliner Mauer beendet? Das heißt, die Trennung zwischen... Was ist beendet?
Wir sprechen hier über was? Sprechen wir über Russland. Trennung, oder? Russland und? Kommunismus. Sie fallen runter. Ich habe in dem Jahr noch nicht mal gelebt. Die meisten hier in dem Raum haben es mitgekriegt. Ihr müsst es besser wissen wie ich. Ja, du warst noch nicht am Leben. Ja. Ja. Laut für alle, Monika. Der Kalte Krieg ist zu Ende. Der Kalte Krieg ist zu Ende. Eine Frage, war der Kalte Krieg wirklich so kalt? Nein. Der war vielleicht hier an gewissen Orten kalt, aber in vielen Orten in der Welt war er heiß. Also der Kalte Krieg, wenn ihr euch an das Studium erinnert, was wir über den Apis-Bullen gemacht haben und Walter Veit, könnt ihr euch an die Serie vor einem Jahr erinnern? Da haben wir, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Da haben wir über Mary Stuart Ralph, heißt sie, glaube ich, gesprochen, die in den 70ern, glaube ich, ihre Primetime hatte. Es war eine Predigerin. Und was hat die gemacht? Die hat Verschwörungstheorien. Sie hat Verschwörungstheorien gemacht. Sie war Pastorin und hat die Ereignisse des Kalten Krieges genommen und hat was gesagt? Hat Wer ist der Antichrist? Hat sie nicht ein Buch geschrieben über die 666? Das weiß ich leider nicht mehr. Ich meine schon. Sie ist hingegangen und hat gesagt, Kissinger, können sich wenigstens ein paar noch von euch an Kissinger erinnern, Außenminister aus der USA, der eigentlich für Frieden gesucht hat im Kalten Krieg, da ist sie hingegangen und hat gesagt, das ist der Antichrist. Sie ist hingegangen und hat mit viel Theorie der Verschwörungstheorien, ist sie hingegangen und hat was gemacht? Was hat sie gepredigt? Sie hat die Ereignisse des Kalten Kriegs genommen und hat was gesagt als Pastorin? War sie eine protestantische Pastorin? Ja, also nicht eingesegnet, glaube ich, aber sie hat viel gepredigt. Keiner erinnert sich? Müssen wir das Studium nochmal machen? Sie ist hingegangen und hat diese ganzen Themen genommen, externe Ereignisse, und hat gesagt, das Ende der Welt ist hier, Jesus kommt. Deswegen hat auch so jemand wie Billy Graham unglaublichen Erfolg, weil man kurz vor einem Atomkrieg stand und er gesagt hat, wir müssen uns bekehren. Und die Endzeitereignisse war für sie präsent, überall, auch für Adventisten war es überall präsent. Und sie wurden benutzt, um zu sagen, okay, Jesus kommt. Und wir haben, wenn ihr euch erinnert, letztes Jahr gesagt, von wem hat Walter Veit gelernt? Symbolisch meine ich das, nicht buchstäblich. Von den Protestanten. Von Mary Stuart Ralph. Genau die gleiche Argumentation. Aber das ist jetzt nur Wiederholung. Ich merke, wir haben Nachholbedarf. 1989 endet der Kalte Krieg. Und was wird erfunden? Die WWW. Und das World Wide Web. Und das World Wide Web kreiert jetzt einen neuen Kriegsplatz. Eigentlich Ersatz, ne? Ja, etwas ändert, etwas anderes fängt an. Und die Times sagt, wir sind im Informationszeitalter. Ah. Und als Adventisten und als Studenten der Prophetie hätten wir diese Zeichen sehen sollen. Wir hätten sehen sollen, dass jetzt hier in der Prophetie etwas passiert, in der Geschichte etwas passiert. Ein Krieg geht zu Ende und auf einmal sind wir in einem neuen Zeitalter. Und was hätten wir erwarten sollen? Neues Zeitalter, neue Waffen, neue Dispensationen, neue Waffen, neue Kriegsform. Und das haben wir versäumt. Und spätestens 1996 hätten wir das erkennen sollen, was passiert 1996? Flammt der Kalte Krieg wieder auf? Wird er heiß? Monika, was passiert 1996? Diese Cyberattacke. Genau, Moonlight Maze. Die erste Cyberattacke. So, hier hätten wir jetzt bestätigt bekommen, dass sich was in der Kriegsführung ändert. Es ist nicht mehr wieder diese Furcht vor Atomwaffen,
Biowaffen haben wir vorhin nicht erwähnt, Chemiewaffen, Ende der Welt, die Länder bekriegen sich, heißer Krieg, alles geht unter. Sondern jetzt kriegen wir bestätigt, neues Zeitalter, neuer Kriegsplatz. Und hier sehen wir, die erste Attacke ist bereits schon passiert. Mhm. Und das Ganze nimmt seinen Lauf. Genau, wenn die Formalisierung stattfindet. 96 genau. Ist das Jahr für die Formalisierung. Das heißt, wir als Adventisten verpassen, wenn wir weiterhin an unserem Zeit des Endes-Szenario festhalten, dass ein Riesenschritt in der Geschichte gemacht wurde. Dieses Zeitalter, wo man sich mit Atomkrieg bedroht hat, ist irgendwo vorbei. Ich weiß, es gibt Probleme mit dem Iran und so weiter, aber im Großen und Ganzen ist diese Gefahr vorbei. Warum? Weil eine viel größere, subtilere Gefahr mittlerweile aufgekommen ist. So, was passiert? Jetzt mache ich das hier unten mal weg. Du hast das World Wide Web, welches den Kriegsplatz darstellt. Und eine Frage. Wer kämpft auf diesem Kriegsplatz? Auf dem Schlachtfeld? Die Antwort ist ein Wort. Alle. Alle kämpfen auf diesem Schlachtfeld. Die Guten und die Bösen, könnte ich jetzt so sagen. Es sind die Nationalisten, es sind die Globalisten, es sind die Verschwörungstheoretiker, es sind die richtigen Journalisten. Es ist Satan und wer noch? Und Gott. Alle kämpfen auf diesem Schlachtfeld mittlerweile, weil es sehr... es hat großes Potenzial. Was passiert jetzt mit dem World Wide Web? Wir haben, jetzt mal überlegen, ich habe das noch nicht durchdacht, wie man das visuell darstellt. Aber 2004 haben wir jetzt die sozialen Medien. So, was generell, was macht man auf sozialen Medien? Info austauschen über was? Alles Mögliche. Alles Mögliche? Alles. Hauptsächlich? Informationen teilen. Okay, gehen wir zurück zu 2004. Wenn ich mich bei Facebook anmelde, ja. Was mache ich? Die Fotos teilen. Ein Profilfoto von mir, Profilfoto von meinem Hund. Und dann, was mache ich gerade? Ich mag das und das und ich mag dies und dies. Also sehr viele persönliche Informationen. Wie nennt man das hier? Daten? Das, was man Data nennt auf Deutsch. Auf Englisch. Data. Wie mache ich das? Und warum sind Daten persönliche Informationen? Weil da, kann man das so sagen? Weil mit dieser persönlichen Information kann man wissen, wie man nachher die Leute manipulieren kann. Ja. Warum sind Daten jetzt so wichtig? Daten sind heute mehr wert als Gold, mehr wert als Öl. Gehen wir durch die Geschichte hindurch. In jedem Zeitalter hatte etwas ultimativen Wert. Salz war mal mehr wert als Gold. Können wir uns heute hier nicht vorstellen, weil wir Salz für ein paar Cent kaufen können im Einkaufsladen. Oder Farbe, Material, Wolle, Kleidung war mal sehr viel wert. Gold, Edelsteine, Eisen, gewisse Dinge haben heute immer noch gewissen Wert, aber irgendwann kam dann das Öl. Und auf einmal fingen wir an, weg vom Gold zu kommen und immer mehr durch die Ölproduktion wurde wichtiger. Und was wir verstehen müssen ist,
dass seit 1989 durch das Infozeitalter, was jetzt zum wichtigsten Ressource geworden ist. Was ist das Kostbarste heute? Daten. Und vor allem Daten über Personen. Und diese Daten sind dann was? Missbrauch. Wenn du auf dem Schlachtfeld bist, was brauchst du? Waffen. Du brauchst Waffen. Damals, im Mittelalter, war Gold unglaublich wichtig, weil was hast du damit gekauft? Waffen. Soldaten und Waffen. Wenn du nicht genug eigene Leute hattest. Und heute ist genau das Gleiche. Leute investieren Geld, um Daten zu kaufen, weil es die größte Waffe ist, die du heute haben kannst. Und warum werden Daten auf einmal zu einer Waffe? Nur weil ich sage, dass ich Hasen mag in Facebook und man weiß, wie alt ich bin und ob ich männlich oder weiblich bin. Sie wissen ja eigentlich mehr als was im Hintergrund, oder? Sie filtern ja viel mehr raus mit diesen Daten, scheinbaren Daten. Wenn du jetzt sagst, sie wissen, dass sie einen Hasen haben, wissen sie aber auch wesentlich mehr. Mhm. Weil sie. Entschuldigung, warst du fertig? Ja. Ja. Okay. Weil sie auch wissen, zum Beispiel eine Person, der Waffen, echten Waffen mag, also Pistolen mag. Und dann kann er sie als Zielscheibe benutzen, um sie zu manipulieren, damit sie okay, wählen für diesen Person, die für die, damit man die Waffen hat. Ja. Okay, also Daten alleine sind noch keine Waffe. Sie sind Potenzial einer Waffe. Es braucht noch ein toxisches Gemisch dazu und die beiden dazu ergeben die Atombombe. Und wer dieses fehlende Stück gebracht hat, damit das hier zu der ultimativen Waffe wird. Mama, ist das eine Hand? Okay. Und Monika? Ich denke, das sind die Algorithmen, durch die man dann die Daten überhaupt so anwenden kann, dass man eben Menschen in eine Filterblase hineinnimmt. Das heißt, dass man Menschen immer wieder das bietet, was sie gerne mögen oder man dann davon ausgeht, okay, dafür interessieren sie sich, also werden sie sich dann politisch dafür entscheiden. Genau. Und wer hat das ganze Übel auf die Spitze getrieben? Nicht erfunden, aber auf die Spitze getrieben. Cambridge Analytica. Und deswegen gehen wir hier weiter. Plus Cambridge Analytica Algorithmen. Wie schreibt man die? G-O-R-G-O-O-R. R wie Raquel, I wie R. Ja. Also, oh my goodness. Also, die sozialen Medien, viel die sozialen Medien, aber es gibt ja noch andere Dinge, generieren persönliche Infos. Die Infos sind Daten, ein Datenpool. Plus Cambridge Analytica, Symbol für eine gewisse Art und Weise, Algorithmen zu generieren, sind dieses toxische Gemisch. Wie nennen wir das? Ultimative Waffe für das Schlachtfeld. Also ich möchte, dass wir erst den Kreis verstehen, wie die Dinge funktionieren. Nicht nur soziale Medien. Alles, was wir in uns in die virtuelle Welt geben, das kennt auf Apps, ist das, wo du fährst, was für Navi du benutzt, wo du hinfliegst, was du in deinen Fitnesstrainer reingibst, was du isst, was du trinkst, was deine
Gewohnheiten sind vom Schlaf, was du mit den Leuten sprichst, soziale Medien, was du postest, deine Bilder, alles heutzutage wird ja verwendet als Daten. Und die Firmen verkaufen oft diese Daten zu gewissen anderen Firmen, die politisch aktiv sind. Und jetzt hast du das Problem, wenn du, vielleicht sollten wir hier noch einen Zwischenwind machen, wenn du hier jetzt eine Person hast, die von Cambridge Analytica, sage ich jetzt mal, aber es gibt hunderte andere Firmen heutzutage, wenn die von der die Daten kaufen, dann hast du die ultimative Waffe. Oh, und das Problem ist, nicht jeder in dieser Welt ist nett. Was ist, wenn diese Person ein Steve Bannon ist und sagt, Amerika, wie es heute ist, gefällt mir nicht. Und mit heute meine ich 2013, 2012. Er sagt, warum benutzen wir nicht Daten und die Algorithmen und kreieren eine Revolution in Amerika? 3 Jahre später, zur Zeit von Steve Bannon, war Amerika im Bürgerkrieg. Heute, 2021, fing Amerika, haben sie das Kapitol gestürmt. Wir haben heute darüber gesprochen, die letzten Ereignisse werden schneller sein. Ich glaube, schneller wie das hier kriegst du keine Revolution hin. Das sind ein paar Jahre. So, vorher kämpft jede Partei, jede Interessensperson kämpft für sich. Aber jetzt ist hier ein System kreiert worden, was es sehr einfach macht, für jeden, für seine Sache höchst effektiv zu arbeiten. Und das Problem, was du hast, ist, was wir jetzt auch in Amerika sehen, ist, dass du zum Beispiel in den Südstaaten Folgendes hast. Im Bible Belt in Amerika sind die Leute sehr gläubig. Und wenn du sehr gläubig bist, wo gehst du hin? Dann gehst du in die Kirche. So, das ist unsere Kirche jetzt. Und in der Kirche hast du oft was? Ein Prediger. ich weiß, in der Adventgemeinde ist es nicht so unbedingt, aber doch auch, wenn du einer Gemeinde angehörst, dann wie äußert sich das oft? Man hat Ämter, Kirchensteuer, Taufscheine, Ämter. Also was ich damit sagen will, eine Kirche kreiert was? Daten. Ja, unglaublich viele Daten von ihren Mitgliedern. Kirchen haben einen unglaublichen Zugang zu persönlichen Informationen, weil jeder in die Kirche geht und sich dort sicher fühlt, dort seine Informationen gibt, Seelsorge bekommt und so weiter. Kirchen sind wie ein Datenpool. So, was machst du jetzt, wenn du unsere politisch mutierte Person hast? Monika, 2014. Wer war die politische motivierte Person außer Steve Bannon in Amerika mit einer fetten Geldbörse? Mercer. Was ist, wenn du Mercer heißt und du hast eine unglaublich viele Dollars in deiner Geldbörse? Dann kann ich mir die Daten kaufen. Ich hole sie mir für dich. So, was hat der Mercer nicht? Die Informationen hat er nicht. Der Mercer hat nicht die Daten. Und was hat die Kirche nicht? Das Geld. Das Geld und noch was? Es fehlt noch eine dritte Person?
Die Waffe. Die Waffe? Der Mittelmann? Der die Algorithmen hat. Die Algorithmen sind die Waffen. So. Und das ist, was 2014 passiert ist. Du hast die Kirchen in Amerika, die gesagt haben, wie es in Amerika geht, mit den Abtreibungen, mit den Feministinnen, mit LGBTQ, Transgender und so weiter, mögen wir nicht. Aber wir dürfen ja uns politisch nicht engagieren. Kirche und Staat sind getrennt. Dann hast du einen Republikaner, der eine richtig dicke Ölfirma hat und sagt, die Demokraten, die gefallen mir nicht. Das sind zu viele Steuern auf meine Ölprodukte und ich kann nicht meinen großen Konzern weiter ausleben. Gefällt mir auch nicht. Aber Einfluss auf die Politik, ja, aber wer macht's? Und dann hast du oft schlaue junge Leute, die voll gut sind mit ihren Computers und die drauf sind, Karriere zu machen, Kohle zu machen. Und die sind sehr gut in Algorithmen. Und was sagen die? Wisst ihr was? Wie wäre es, wenn wir den Datenpool nehmen, das fette Geld und das Gehirn und wir kreieren dazu einen komplett toxischen Mix? Und das ist die Revolution. Du bringst die Kirchen zusammen, du bringst die Republikaner zusammen mit ihren fetten Geldbeuteln. Mit Republikanern meinte ich viel Robert Mercer. Kochs, das sind die bekanntesten, aber es gibt noch viele weitere, denen es daran gelegen ist, in Amerika wenig Steuern zu zahlen. Und dann hast du noch das Gehirn. Ich mache ein Gehirn hin. Oh, wie merkt man ein Gehirn? So, hier haben wir das Gehirn. Und die werfen die alle in den Topf. Hier hast du politische Macht und du hast Republikaner Steuern. Hier hast du die Moral und den Einfluss der Kirche. Und hier hast du einfach nur das gute Geld. Die Karriere. Und ich würde einfach behaupten, der große Spaß. Und genau das ist, was mit so vielen Dingen passiert ist. Aber genau das ist das Bild von Amerika, was passiert ist. Und das Resultat war, das Resultat ist, was ist das Resultat? Trump. Das Resultat ist Trump. Und um Trump an der Macht zu halten, predigen die Kirchen, die Prediger in der Kirche, wählt Trump, er hat recht. Die Republikaner sind loyal und geben ihr Geld. Und die machen einfach nur das, was sie immer gemacht haben. Sie benutzen ihre Algorithmen, um das Schlachtfeld zu beeinflussen. Macht das Sinn? Es ist ein fatales System, wie das funktioniert. Und ich würde behaupten, in anderen Ländern funktioniert das sehr genauso. Manchmal mit ein bisschen mehr Kirche und manchmal mit ein bisschen weniger Kirche. Aber in Brasilien, in Indien, in Ungarn, Italien, all das ist das gleiche System, was passiert. Es werden persönliche Informationen genommen, Daten. Cambridge Analytica war die erste Firma, die es so gewagt hat, politisch einzugreifen. Und auf einmal hast du eine alternative Waffe, um das Schlachtfeld zu gewinnen. So, wer möchte jetzt das Schlachtfeld gewinnen? Alle. Aber vor allem hier die Kirchen, weil sie die Welt wieder moralischer machen möchten. Die Politiker möchten wieder konservativer werden, weil sie gegen den Globalismus angehen. Und die hier haben oft einfach nur Spaß daran, Weltgeschichte zu machen und machen noch gutes Geld daran. So, und wie funktioniert das hier?
Und ich denke, dann haben wir einen recht guten Überblick gemacht. So, wie funktioniert das? Algorithmen funktionieren so. Beziehungsweise, um diesen toxischen Mix zu kreieren, wie tut das Gehirn das vollbringen? Und du machst es so. Du hast ein Pool mit Personen. Und du kennst, das Gehirn kennt die persönlichen Informationen, die hat die Daten. Und wie wir vorhin gesagt haben, wenn du gewisse Gewohnheiten hast, gewisse Vorlieben oder Nicht-Vorlieben, können Algorithmen relativ sehr gut ein Persönlichkeitsbild von dir kreieren. Was du merkst, was du auch nicht magst oder was du auch mögen würdest. Und was dann passiert ist, wie du dann das Land verändern kannst, ist folgende Art und Weise. Wie hat Russland gerne Krieg geführt? Wie? Das sagt die Bibel schon. Wie kriegt man jemanden zu Fall? Hochmut kommt vor dem Fall. Ich weiß nicht, ob das schon jemand davon überzeugt, dass es also eine Revolution eben macht. Und wie machst du eine Revolution? Wie kann eine Frage? Von dem inneren Sieg bekämpfen. Wenn du ein Volk hast, das eins ist, kannst du es besiegen? Nein, du musst es spalten. Du musst es spalten. Und welcher Bibelvers passt dazu? Ein Haus kann nicht runterkommen, wenn sie zerteilt ist. Und Abraham Lincoln hat dann das wann zitiert? Das weiß ich nicht. Im Bürgerkrieg. Ein geteiltes Haus kann nicht bestehen. So, wenn du jetzt ein Land kaputt machen möchtest, was musst du tun? Du musst es spalten. Und wenn es kaputt gegangen ist, dann kannst du was machen? Aufbauen. Also wer hat jetzt Interesse, Amerika kaputt zu machen? Russia. Und? Die Republikaner. Zweimal wird Amerika attackiert. Einmal von außen und einmal von innen. Wow. Putin möchte sich einfach nur für 1989 rechnen und möchte das Land spalten, weil er weiß, ein gespaltenes Land wird fallen. Und deswegen ist er so bedacht, sein Land zusammenzuhalten, auf Biegen und Brechen. Aber auch die Republikaner, die langfristig das letzte Jahrhundert, den Krieg zwischen Demokraten und Republikanern, eigentlich am Verlieren sind, was hat Steve Bannon gesagt, der alles umgedreht hat in Amerika? Alles kaputt, aufbauen. Ein kulturelles. Kulturelle Revolution, Krieg. Spalten und neu erneuern. So funktioniert das. Das heißt, du hast Putin, der Einfluss hat. Du hast aber auch jemanden wie Steve Bannon, der eine politische Agenda hat, Amerika wieder konservativer zu machen. Und beide von unterschiedlichen Seiten, eine intern, die andere extern, machen mehr oder weniger dieses System, um was jetzt mit dieser Gesellschaft zu machen. Wir gehen jetzt, wie funktioniert das Gehirn? Wie kann man das Schlachtfeld gewinnen, Informationskrieg auf dieser Erde? Indem man Information... Ja, aber das ist jetzt hier eine Nation und die ist eins. Was muss ich machen? Sie zerteilen. Du musst sie zerteilen. Und wie machst du das? Indem man falsche Informationen von allen Seiten reinbringt, damit sie sich gegenseitig kämpfen. So, du fängst an, das Land zu spalten. Ich male jetzt hier nur zwei Farben, aber man könnte beliebig viele Farben. Man spaltet ja nicht nur in zwei, sondern in unterschiedlichsten vielen. Du gehst hin, wenn der Sinan und die Esther eins sind und wir wollen die beiden spalten. Wie kriegen wir das hin?
wenn du dann etwas Falsches siehst, weil da dem einen was Schönes und dem anderen über den anderen was Schlechtes. Ich gehe zu Esther hin und sage, Esther, hast du schon mal gehört, was der Sinan über dich wirklich denkt? Ich sag's dir im Vertrauen. Und dann gehe ich hin zum Sinan und sage, hey Sinan, weißt du, was die Esther über dich denkt? Komm, ich sag's dir. Und auf einmal seid ihr nicht mehr eins, sondern ihr habt ziemlich negative Gefühle gegeneinander. Und das ist genau, was mit unserer Gesellschaft in dieser Welt passiert. Durch soziale Medien. Und das passiert heute gerade in Deutschland. Und das passiert auch gerade in Deutschland und in jedem Land dieser Welt, würde ich behaupten, dass sehr viel Access zu diesem weltweiten Schlachtfeld hat. Du gehst der einen Gruppe hin und sagst, hast du die mal gesehen? Und der anderen Gruppe sagst du, hast du die mal gesehen? Und es ist absoluter Fakt, dass Russland das macht. Russland hat Agenturen mit zigtausenden Fake-Accounts in den sozialen Medien, um genau das zu schüren. Dass Leute polarisiert werden. Du musst das Land polarisieren und du machst es, indem du einfach irgendwas postest über gewisse Themen. Aber über welche Themen? Woher weiß ich, welche Themen ich posten, über die ich posten muss, damit ich eine Polarisierung hinbekomme? Durch die persönlichen Infos. Monika? Durch die Daten. Also die Daten, die ich habe, die persönlichen Informationen über die Menschen. Die Daten und? Die Algorithmen. Und die Algorithmen. Weil die Algorithmen werden uns sagen, was die Themen heute sind. Vor 50 Jahren hätte niemand sich getraut, über LGBTQ zu reden. Heute redet jeder gerade über LGBTQ. Ich würde sagen, ja, okay, ich lasse es dabei. Ich hoffe, wir verstehen, dass Polarisierung nur funktioniert, indem du weißt, welche Themen du benutzen musst. Wo musst du einhaken? Und diese Antwort bekommst du von den Algorithmen. Ich mache einfach A für Algorithmen. Und dann polarisierst du und die zwei, die können sich nicht mehr aus. Und irgendwann gibt es Bürgerkrieg. Und der Bürgerkrieg muss noch nicht mal buchstäblich sein. Der kann an der Wahlurne passieren. Und auf einmal wählst du und dann hast du Trump. Und was macht Trump? Er spaltet die Gesellschaft noch mehr. Er bringt die ganze Welt in eine Krise. So, jeder hat aufgeatmet, dass Trump endlich weg war. Aber in Deutschland kriegen wir noch nicht mal einen nennenswerten Kandidaten oder Kandidatinnen als Nachfolger oder Folgerin für Merkel hin. Und selbst ihre letzte Präsidentschaft war doch auch nur noch, es macht halt niemand anders, dann mache ich's. Aber Deutschland hatte 4 Jahre, um sich irgendjemand hinzuziehen, zu sagen, so, hier geht Deutschland in die Zukunft weiter, kriegen es nicht mehr hin. Warum? Weil das immer mehr wird. Und durch Covid ist das nochmal extrem mehr geworden. Und dann hast du die Unschuldigen, die dazwischen sind, die das Ganze noch schlimmer machen. Wer sind die Unschuldigen, die eigentlich sehr schuldig sind? Die sind nicht unschuldig, die Kirchen. Wer ist unschuldig, aber doch sehr schuldig? Und sie hocken in den sozialen Medien und sprechen vor allem die Jugend an. Sind das die Querdenker, solche? Die Influencer, 100 Punkte an Clara. Die Influencer sind diejenigen, die das aufschnappen. Du musst nur dem Influencer ein Brocken hinschmeißen und der Influencer erlebt von was? In den sozialen Medien. Von Likes. Von Likes und Comments. So machen sie ihr Geld.
Also was für ein Content, nennt man das ja heute, was für ein Inhalt muss der Influencer bringen? Unterhaltung. Likes, Dislikes, das ist Unterhaltung. Es muss immer dramatisch sein, immer das Neueste sein, immer aufrührerisch sein. Und da ist diese Themen, die die Polarisierung fördert, sind genial für Influencer. Und die gehen hin, nehmen sich eine kleine Kamera und fangen an zu sprechen gegen, sagen die Elite hier, gegen die Impfungen, gegen die Masken und wie schlimm das doch alles ist. Und das sind die Neuigkeiten, wählt die in die Partei und so weiter. Und Tausende werden davon beeinflusst. Und die bilden dann wieder die Meinung des Volkes. Und auf einmal schwappt die ganze Bevölkerung und ihre Meinung. Ist Walter Veit auch so ein Influencer? Walter Veit ist ein Influencer. Du könntest auch sagen, dass unser Channel ein Influencer ist. Wir haben nur nicht so eine große Zuhörerschaft. Aber jeder, der eine Audienz hat, Auditorium, wie nennt man das? Eine Gefolgschaft von Leuten hat, die einem folgen, sind eigentlich ein Follower hat, sind eigentlich Influencer. Und sie sind unschuldig, weil sie eigentlich selber Opfer des Gehirns sind, aber sie machen sich richtig schuldig, weil sie sind es viel, die die Bevölkerung noch mehr beeinflussen. Wenn man jemanden hat, den man komplett mag auf dem YouTube, Influencer, dem glaubt man auf einmal mehr als dem Spiegel oder dem ZDF oder dem Arte. Wenn mein Influencer im Internet sagt, dass die Impfung nichts ist, dann ist sie nicht, egal was der Journalist, der das studiert hat, gesagt hat. Wenn die Erde flach ist, dann ist die Erde flach. Zum Beispiel. Und das ist Informationskrieg. Kompakt. Zusammenfassend. Ich hoffe, ich habe alles adressiert, was ich adressieren musste. 1989 geht der Kalte Krieg zu Ende. Und als Adventisten hätten wir aufhorchen müssen, und sehen müssen, okay, hier ändert sich was in der Weltgeschichte. Oho, wir müssen unser Weltanschauungsbild über das Ende der Tage nochmal überdenken. Vielleicht geht doch nicht alles in Atomkriegen auf oder in Biowaffen. Wir sehen, dass das World Wide Web erfunden wird, das Infozeitalter. Das hätte uns aufhorchen lassen sollen. Neues Zeitalter, neue Waffen, neue Kriegsformen. Dann kriegen wir das bestätigt, 1996, die erste Cyberattacke von Russland. Wir merken, okay, es ist ein neues Schlachtfeld und der Krieg ist jetzt hier, in diesem virtuellen Raum. Und wie funktioniert dieser Krieg mittlerweile? Er funktioniert, indem man persönliche Infos, Daten nimmt, das sind die Ressourcen, verbunden mit Algorithmen und eine, wie nennt es Ellen White zusammen? Federation, ich weiß nicht, ob ihr das im Englischen. Genau, sie spricht über das Sonntagsgesetz, spricht es, dass geheime, böse Leute zusammenkommen. Wie hast du sie? Das ist das Gemisch. Das ist das Gemisch, was das Sonntagsgesetz produzieren wird, wenn du es so möchtest. Zusammen die Daten und diese Algorithmen in den falschen Händen, und es ist in den falschen Händen, tun dieses Schlachtfeld dominieren und besiegen und den Untergang dieser Welt und die Wiederkunft Christi einläuten. Du hast die Kirche, die ihre Kontaktdaten zur Verfügung stellt, weil sie möchten, dass die Welt wieder moralischer ist und dass die Kirche mehr Einfluss hat. Im Gegenzug hast du die Politik, die sagt, wir möchten wieder konservativer sein und gerade die großen Konzerne sagen, wir möchten Steuern sparen und sie geben ihr Geld, sie geben ihre Kontakte und hier haben wir jetzt Firmen, die diese Algorithmen beherrschen, die sagen, wir sind das Gehirn. Und alles zusammen beeinflusst die Gesellschaft auf die unterschiedlichsten Art und Weisen. Einmal durch die Algorithmen bei den sozialen Medien oder durch Influencer, durch Verschwörungstheorien. Und auf einmal
wird ein Volk komplett pluralisiert. Es wird von innen gespalten und kaputt gemacht. Ein Haus, das gespalten ist in sich selber, kann nicht bestehen. Und was sagt Ellen White? Wo kommt das Sonntagsgesetz her? Es kommt vom Volk. Manchmal mit unserem Endzeitverständnis, was wir heute als Adventisten haben, frage ich mich, glauben wir überhaupt noch an Ellen White und was sie über die Endzeit gesagt hat, über Offenbarung 13? Weil wir sind so weit davon entfernt. Das Volk ist es, das jetzt auf die Straße geht und sagt, LGBTQ weg. Was haben wir gestern geredet? Abtreibung soll bitte weg. Die Impfung wollen wir nicht. Und so weiter. Und wir könnten jetzt auch ein bisschen Algorithmen anwenden und sagen, wenn du nicht an Impfungen glaubst und gegen Abtreibung bist, ist es sehr wahrscheinlich, dass du auch gegen LGBTQ bist. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass du Donald Trump mal richtig gut findest oder so jemand wie Orban oder solche Dinge. Oder in Deutschland noch direkter. Wahrscheinlich findest du die Politik der AfD ganz gut. Und das Problem ist, das nächste Mal, wenn Wahlen sind, wählst du, wie wir gerade in Deutschland hatten. Und die AfD, wenn sie auch generell verloren hat, hat sie unglaubliche Erfolge in Ostdeutschland, im ehemaligen Ostdeutschland gehabt. Und wo sind die Impfzahlen, die Corona-Zahlen sehr hoch gegangen? Wo sind die Leute am wenigsten geimpft? Alles hat damit zu tun. Genau, in den Ländern, ja. Es ist alles Informationskrieg. Und es kommt vom Volk. Und wir stehen so kurz davor, weil das Volk bereit ist. Die Meinung ist geschwankt. In Amerika schon seit 5 Jahren. Und wir Adventisten sitzen hier und hören Walter Veit zu und sagen, der Abfall am Ende der Welt sind, weil Jungs nicht mehr blau tragen und Mädchen nicht mehr pink, weil Abtreibung erlaubt wird und dieser ganze feministische Quatsch und dann noch LGBTQ. Oh nein. Da ist sowas von kein Durchblick mehr. Ja. Mama? Wenn man das Ganze jetzt also rückwärts rechnet oder in der Theorie des Sonntagsgesetzes, dann müssten also jetzt statt Themen in den Social Media sein, wir sollten mehr Gläubiger werden, wir sollten mehr den Sonntag heiligen, also in die Richtung. Das kannst du aber so nicht bringen. Jemanden, den du weltweit beeinflussen willst, sage ich jetzt mal zum Beispiel Amerika, kannst du nicht sagen, wir wollen Gläubiger sein. Mir geht es wir sollten Gläubiger sein, weil du musst viel subtiler sein. Du musst sagen, Abtreibung ist das Problem. Abtreibung, guck mal, wie wir hier Menschenrechte verletzen, indem wir dem Kind, dem Fötus, kein Leben erlauben. LGBTQ, schaut mal die Transgender an, die, wo Trans-Männer oder Frauen, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, wenn auf einmal Trans-Frauen, glaube ich, sagt man das, auf Frauenbadezimmer wollen und dann sind unsere Frauen gefährdet. Das Ganze wird unglaublich schön verpackt, damit es wie ein Apfel im Garten Eden aussieht. Das meine ich jetzt nicht, sondern wenn es nach der Theorie geht, wie wir es von früher von Schwester Weidmann, es braucht sich ein Sonntagsgesetz zusammen und dann wird der Sabbat niedergeworfen und dann ist ja der nationale Abfall, kommt nationaler Ruin. Und da meinte ich, wenn wir es jetzt in der Denkweise, wie wir es früher hatten, müssen da jetzt nicht die sozialen Medien mehr in diese Richtung gehen. Denn es geht ja jetzt alles mit... Hast du mich verstanden? Ja. Da gibt es eine schlaue Antwort dazu, dass du eine Schublade aufmachst und ganz geheim da unten irgendwo hinten drin ist schon das Gesetz und es wartet nur noch unterschrieben zu werden und irgendwann am Tag X, keiner weiß es, aber auf einmal hast du das Sonntagsgesetz da. Das ist, was wir als Adventisten am Ende der Welt glauben und es ist sowas von gegen Ellen White. Sie sagt zwar, dass das Sonntagsgesetz im Geheimen geformt wird. Aber bedeutet geheim, dass wir alle zugucken, kann ich etwas geheim für euch machen? Mhm. Wenn ich jetzt wenn ich das hier mache, ist es geheim. Nein, ihr seht alle, was ich mache. Aber wenn ich jetzt hier hintergehe,
Wie viele Finger zeige ich? Zwei. Sehen wir nicht? Das sieht man nicht. Geraten. Das sieht man nicht. Wenn wir nicht zuschauen, kann es vor unseren Augen passieren und wir es sehen und erkennen es nicht. Und was Ellen White meint, wenn das Sonntagsgesetz im Geheimen, im Verborgenen geformt wird, ist, weil wir es nicht verstehen, weil wir in die falsche Richtung schauen, so wie Tess es oft erwähnt hat. Wie bitte? Der Zug kommt von hinten, weil wir in die falsche Richtung schauen. In unserer Dispensation ist es, weil wir versäumt haben, das hier zu lernen und wir immer noch nach Biochemiewaffen schauen und weil wir denken, wenn wir uns jetzt impfen lassen, sterben wir vielleicht in 6 oder 7 Jahren, weil die Impfung eine biochemische Waffe war, dass wir die Welt dezimiert wird. Seht wir auf einmal, wie verdreht das Ganze ist. Und wenn wir daran glauben, dass eine Atombombe noch kommt, dass die Kriege kommen, dass wir bald unseren Rucksack packen müssen und in die Berge gehen müssen und das nicht lernen, klar, dann kann sowas wie Corona kommen und wir kapieren gar nichts davon. Und zum Abschluss noch, was denken wir? Denken wir echt, wir gehen mit einem Rucksack in die Berge? Das hat vielleicht zur Ellen White Zeit noch funktioniert. Heute ist jeder Quadratzentimeter dieser Erde sichtbar auf eurem Telefon. Ja. Hallo, Michael. Ja, genau. Du kannst dich nicht mehr verstecken, es geht nicht mehr. Bedeutet das, wenn also wir das Sonntagsgesetz nicht erkennen können, weil wir blind sind, es aber vor unseren Augen passiert, bedeutet das nicht wieder ein laodizianischer Zustand? Weil derjenige ist blind und er erkennt nicht, wann wirklich das richtige Sonntagsgesetz, wie es vor den Augen sich entwickelt, im Grunde genommen, aber wir achten nicht drauf. Und die Augensalbe, die gegeben wurde, die erste Engelsbotschaft 1989, wird sie im Adventismus angenommen? Nein. Wer alt genug ist, kann sich an dieses Datum noch erinnern. Aber es wird im Adventismus nicht als ein prophetisches Ereignis gesehen. Was kannst du dann noch erwarten vom Adventismus, außer Schiffbruch, wie es Apostelgeschichte 27 uns sagt? Sie könnten es erkennen, aber da sagt Gott, ich kenne euch nicht. Also viele haben wir nicht in deinem Namen das alles gemacht. Mhm. Aber Gott sagt, ich kenne euch nicht. Ihr habt das nicht angenommen, was ich euch als Arbeit gegeben hatte, als Werkzeug. Das habt ihr verschmäht, um zu erkennen. Also könnte man das da auch wieder hininterpretieren. Wir sollten wirklich dankbar sein, dass eine Person den Mut aufgebracht hat, gegen diese Bewegung zu stehen. Gegen einen Leiter, der seit 30 Jahren diese Leitung führt und Fehler hat, tut eine Person den Mut haben zu sagen, du bist falsch. Und das ist die richtige Botschaft. Wir sollten lernen, zu wertzuschätzen, was für eine Botschaft wir bekommen haben. Ja. Es ist ein Geschenk. Ja, okay. Beten wir noch. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Sabbattag, den wir zusammen verbringen konnten und studieren konnten. Ja, wir danken dir für diese Reise, die du mit dieser Bewegung unternommen hast und dass wir dieses Privileg bekommen haben, die Mitternachtsrufbotschaft zu bekommen, die so viel in unserem Denken korrigiert hat, dass wir jetzt vor dir stehen können als erwachsene Leute, die ausgereiftes Verständnis über die Weltgeschehnisse haben, über die Prophetie haben, über wie das Sonntagsgesetz kommt, die fast bereit sind, andere Leute von dir zu erzählen, von dieser Botschaft, dieser letzten Warnungsbotschaft. Wir danken dir, dass du uns aus dem laodizianischen Zustand herausgerufen hast, rein in das Licht, in dem wir jetzt wandeln, das hinter uns leuchtet, schon seit mehreren Jahren und uns auch den Weg in den Himmel bereitet. Bitte sei mit jedem Einzelnen,
Vor allem auch, wenn die neue Woche jetzt angefangen hat und der Alltagsstress auch bald wieder anfängt. Wir haben jeden nach und dass wir diese Dinge ernst nehmen. In Jesu Namen. Amen. Okay.